So, da bin ich auch mit neuen Informationen zu den Armbrüsten. Die müssen erst erfunden werden. Bin mal gespannt. Das Gluzi hat mir das dann bestimmt vorher wieder in die Kommentare geschrieben. Also müssen wir die Tinkerbench irgendwie bemannen. Jetzt müssten wir natürlich hier den Besten angezeigt bekommen. Wir haben zwei Fey. Vielleicht habe ich mir immer die falsche angeguckt. Das will ich jetzt wissen. Assign. Skills. Fighting 12. Ich glaube, insgesamt steigen hier die Attribute. Die Kampffähigkeiten bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Was hast du für ein Equipment? Ein... Was? Ach so, die trägt das gerade. Okay. Gut. Auf jeden Fall die Tinkerbench. Da muss erst das entwickelt werden. Die Armbrust. Also erfunden werden. Und dann kann sie im Ingenieurshop hergestellt werden. So ist es halt. Und da gucken wir jetzt, dass wir einen finden, der doch ganz gut ist im Tinkern. Tinkering 13. Tinkering 17. 15. Nee. Nee, da war einer mit 17 hier. Katsara. Katsara. Katsara, so. Dann geh du mal da dran. Wenn du jetzt nicht hier irgendwo stehst und übst. Wir könnten das Ganze jetzt natürlich auch forcieren. Und sie von den anderweitigen Verpflichtungen befreien. Wäre vielleicht auch eine Idee. Ist ja eh ein Allrounder. So, zeige ich nochmal. Jupp. Aus ihr machen wir jetzt einen reinen Tinkerer. Engineering. So. Wie mir kannst du das alles machen? Und das nimmst du mal weg. Dann kannst du nämlich den ganzen Tag quasi Erfindungen machen. Dann bin ich immer gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und der macht jetzt schon aus Bronze. Okay. Eigentlich solltest du die Bronze gar nicht benutzen dafür, ne? Ob das jetzt was gebracht hat, ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir die Distillery doch wieder anmachen.
Sieht man da überhaupt schnell Fortschritte? Oh, das wird ein ganzes Action dauern. Das wird ein ganzes Eckchen dauern. Wie sieht es beim Holz aus? 92. Das sieht im Moment doch ganz gut aus. Und langsam muss der Winter zu Ende gehen. Weil bis Mitte des Frühlings wächst ja auch nichts. Wir haben da zwar noch Sachen liegen und wir könnten auch noch mal ernten, aber mit dem Stroh müssen wir etwas aufpassen. So, der Trog müsste zwar noch voll sein, aber man weiß ja nie. So, gucken wir nochmal. Ja, wirklich Auswirkungen sieht man da noch nicht. Ja, warten, abwarten und Tee trinken. Was anderes bleibt uns da nicht übrig. Und auf höchster Geschwindigkeit spielen, damit das Ganze doch ein bisschen zügiger geht. Aber ansonsten kann ich nichts machen. Wir könnten uns spaßeshalber hier noch entlang buddeln, um da noch ein paar Zimmer zu machen. Aber das Stroh, also Betten will ich jetzt definitiv noch nicht in Auftrag geben. Dafür ist mir das ein zu großer Unsicherheitsfaktor. Man könnte sich jetzt natürlich die Mühe machen und mal genau beobachten, wie viel Stroh ein Yak frisst. Vielleicht kann man es auch irgendwo nachlesen. Weil dann könnte man es genauer abpassen. Ja, jetzt macht er es zumindest wieder aus Bronze. Ach, Quatsch, aus Kupfer. Und dann machen wir da nochmal ein Lager hin. Für Holz. Da haben wir jetzt ein bisschen Platz. Machen wir mal zwei Kisten. Für Holz. Oder wegen mir auch vier. Wood. Box. Die Planken können da ruhig drin liegen. Das ist total wurscht. Und dann machen wir dann Kisten. Und wir haben auch noch relativ viele Saphire da liegen. Und wenn ja im Frühling ja der Händler kommt, wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn wir hier jetzt noch so einen kleinen... Oh, ein Bär. Also wenn wir uns da hinten... Wo läuft der denn hier? Der ist ja... Der hat bestimmt Tollwut. So verrückt, wie der da rumgelaufen ist. Naja, er hat sich schnell wieder verpisst. Aber wenn wir jetzt hier den Gamcutter und den Juwelier dahin machen würden, dann wären die zumindest von dem Bereich da etwas getrennt. Ich glaube, das mache ich auch. Auch nur, damit ich irgendwie wieder irgendwas gemacht habe. Naja, ist halt so. Nicht ganz symmetrisch. So, jetzt können sogar schon vier Leute hämmern. Boah. Also das war ein
eine gute Idee, halt noch ein paar Äxte und ein paar Spitzhacken zu machen. So, Build Workshop. Wo haben wir dich, Gem Cutter? So. Und Juwelier. Und im Moment bin ich auch echt versucht, mit dem Prospektor die Steine zu untersuchen, um da noch mehr Metalle rauszukriegen. Weil wir da so viel von haben, ne? Weil das könnte auch unseren Wert, also den Wert des Königreichs, ein bisschen nach unten drücken. Glaube ich. Weil Steine müsste man ja auch verkaufen können. So, trinken 39. Steigt Hals auch wieder ein bisschen. So, und kann es sein, dass wir im Winter weitestgehend in Ruhe gelassen werden? Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht klappt, ne? Das blockiert sich gegenseitig. Sieht zumindest so aus. Oh, was haben wir da noch drin? 32 passt auch noch. So, beim Gem Cutter, da sollte man das, wenn aber auch nur, also weil die Juwelen ja dann doch schon relativ wertvoll sind, wenn man die verkauft, sollte man gucken, dass man eine möglichst gute Qualität hinbekommt. Das heißt, das werde ich nachher aus diesen Allround-Dingern rausnehmen und nur einem bestimmten dann entsprechend zuweisen. So, schauen wir hier nochmal, was wir da jetzt mittlerweile drin haben. So, wir haben 5 Helme. 2 Kupfer, 3 Bronze. Genau so war es nicht gedacht. Ja, 2 Brustplatten. Naja. Das ist doof gelaufen. Dann müssen wir uns wohl nochmal auf die Suche nach Metallen machen. Zumindest nach Zinn. Weil das brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwie. So, 10. Tag im Winter. Wenn wir sonst nichts zu tun haben, dann machen wir halt hier noch ein paar Zimmerchen hin. Warum auch nicht?
Zumindest haben wir die Räumlichkeiten dann schon mal da. Und durch die Erde haben wir uns ja schnell gebuddelt. Das kriege ich in dieser Folge auch noch hin. Mit auch wieder ein Stockpile für die Erde. Designated Area Stockpile. Und zwar beim Prospektor. Den Dreck. So. So. Wäre jetzt schön, wenn ihr mit den Schubkarren dahin gurken würdet. Na, du bist bestimmt am Melken. Auch nochmal einen Überblick verschaffen, was wir denn mittlerweile an Erzen oder an Slivern haben. Metall. Gucken wir mal. Wir haben noch 80 Erz und 19 Sliver. Davon 8 Kupfer, 3 Silber, 6 Malachit und 2 Zinn. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wie viel Sliver man brauchte für einen Barren. Ich meine 10. Aber ich kann mich auch täuschen. Stonecutter, ja, da hat mir ein paar Blöcke in Auftrag gegeben. Das passt schon. Na, jetzt wisst ihr, was ich meine, ne? Mit dem Hin- und Herrennen. Also die Panzerplatten. Die hat er halt dazwischen gelagert. Und wenn ich hier jetzt Kisten stehen hätte, wo er die Zwischenprodukte und die Rohstoffe rausnehmen könnte, müsste er nicht so viel laufen. So, jetzt sind die Bandagen da zumindest auch drin. So, gucken wir es hier nochmal an. Ja, ich glaube, diese Attribute steigen eher.
durch das Training als die eigentlichen Kampf Eigenschaften. Nee, Eigenschaften ist doch eigentlich falsch, oder? Fähigkeiten. Die Kampffähigkeiten. Ja. Aber wenn die fitter sind, dann halten sie natürlich länger durch. Wenn sie fokussiert sind, ja, das macht schon Sinn. Weil wir werden es erst wirklich herausfinden, wenn der nächste Angriff stattfindet und keiner von uns stirbt. Dann haben wir es richtig gemacht. Und dann glaube ich auch, dass wir uns, oder dass wir das hier so langsam in den Griff kriegen. Die meisten von euch könnten das sowieso besser wie ich. Tingeln da wieder ein bisschen rum. Wie viel Holz haben wir? Noch 22. Das ist nicht sonderlich viel. Das ist nicht wirklich viel. So, wenn ihr das zumindest macht, dann kriegt ihr jetzt noch einen Auftrag. Und zwar Take Clippings. Das machen wir jetzt noch. Dann überziehe ich auch gerne ein bisschen. Oh, ein bisschen müde. Na kommt, Jungs, macht mal hinne. Ist das schwer duster jetzt hier. Müssen wir auch mal ein bisschen Licht aufstellen. Ne? So, wie weit seid ihr da oben? Kommt, macht mal hin. Dann kann ich nämlich in der nächsten Folge den Birkenwald anlegen. Da steht ein Bäumchen mittendrin. Das kriegt man gar nicht markiert. Naja, wie dem auch sei, sind jetzt nur noch ein paar Bäumchen. Und dann haben wir genügend Birkenclippings. Dann werden wir das nach und nach, wenn wir dann von Pinien auf Birken umstellen. So. Das hätten sie zumindest erledigt. Ja, dann werde ich jetzt erstmal die Folgen bearbeiten und rendern und hochladen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was, euer Fitzbahn. Ciao.